Hi, ich bin Pinello und ich nehme euch heute mit in meine Küche und wir machen heute einen Wunderkuchen und werden ihn später als Naked Cake einmal füllen für die Schule. Und zwar brauchen wir dafür gar nicht so viel. Ich habe jetzt hier einen Schneebesen, ein kleines Sieb und eine ganz normale Rührschüssel. Dann habe ich hier 100 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker abgewogen. Dann habe ich hier einmal 300 Gramm Weizenmehl und ein Päckchen Backpulver. Das sieht man hier, weil es heller ist. Und ich habe noch 4 Eier und die müssen wir jetzt gleich erstmal mit dem Zucker aufschlagen und später wird es dann mit 200 ml Speiseöl und 200 ml Saft. Ich hatte jetzt noch Rotbetesaft und möchte gerne, dass mein Teig ein bisschen pink wird. Und dann schauen wir gleich, wie es weitergeht. Warten ist ja jetzt nicht so meine Stärke. Ich habe das jetzt aber gerührt. Es hat sich jetzt verdoppelt, das Volumen. Das sieht man jetzt hier auch, dass es so richtig schön dickflüssig geworden ist. Und jetzt werde ich ganz langsam auf kleiner Stufe Öl und Saft hinzufügen und das Mehl einsieben. Jetzt seht ihr schon, dass das richtig toll pink geworden ist. Ich werde jetzt anfangen, ein bisschen Mehl in das Sieb reinzuschütten. Gucken, wie viel so passt. Erstmal ein bisschen einsieben. Okay, wir schummeln ein bisschen, weil wir ungeduldig sind. Dann werde ich das ganz vorsichtig hier unterheben einmal. So, ein bisschen. Und der wird auf jeden Fall ganz, ganz toll. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, noch so hinkriege, wie ich das gerne hätte. Na, auf jeden Fall wird das jetzt so reingesiebt. Okay, wir schauen mal ein bisschen. So, könnt ihr das sehen überhaupt, was ich hier wieder fabriziere? Eigentlich wollte ich ja mal quer filmen, habe ich jetzt schon wieder nicht gemacht. So, dann haben wir nämlich auch keine Klümpchen. Jetzt ist das Sieb leer. Jetzt hebe ich das hier noch vorsichtig unter und dann ist der Teig eigentlich schon fertig. Und das Endergebnis zeige ich euch dann gleich in den Teig rein. Ich habe jetzt einfach mal eine Herzform genommen, weil wir haben so viel Liebe in unserem Herzen. Und da fülle ich jetzt den Teig ein. Und dann kommt der auch schon im Backofen. Und zwar für 45 Minuten bei 160 Grad. Und man darf auch nicht vergessen, Biskuitteig findet das nicht toll, so lange gehauen zu werden. Und deswegen muss man den wirklich so ein bisschen schmusen und gut zureden. Ich mache das zumindest immer so. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen mit Biskuitteig gemacht habt. Und ob der auch aufgegangen ist oder ob er wieder zusammengefallen ist. Ich habe was vergessen. Und zwar müsst ihr ein nasses Geschirrtuch um die Form packen, weil der sonst ausläuft und weil der dann nicht so schön wird. Also probiert es lieber mal aus mit einem nassen Tuch. Leute, meine Farbe ist weg. Also obendrauf ist er noch rosa, aber innen ist er einfach gelb. Okay, wir machen das jetzt trotzdem. Wir füllen den jetzt mit einer Erdbeertortencreme und mit einem Himbeerspiegel. Und obendrauf kommt dann Puderzucker. Also, der Deckel muss ab, den habe ich jetzt hier schon fast abgeschnitten. Dann seht ihr das gleich.
Der kommt auch nicht mehr wieder drauf. Oh, der schöne pinke Deckel. Was für eine Überraschung. Surprise, surprise. Eine pinke Mitte. Naja, dann hat man halt irgendwie ein bisschen Rainbow Colored, keine Ahnung, Cake anstatt Naked Cake. Okay, ich schneide ihn jetzt noch einmal durch. Dann muss er noch ein bisschen abkühlen und dann wird er gefüllt. So, in der Zwischenzeit habe ich hier die Himbeeren püriert. Ich lasse die auch so und habe dort einmal Tortenguss reingemacht, anstatt die Flüssigkeit, damit das halt ein bisschen fester wird. Und das koche ich jetzt gleich einmal ein bisschen. Also ihr Lieben, ich habe jetzt hier die Tortencreme angerührt. Da habe ich jetzt so einen Tortenfix von Dr. Oetker genommen mit Erdbeerstückchen dran. Das rühre ich jetzt hier ganz vorsichtig einmal unter die Sahne, Stück für Stück. Warten wir mal ein bisschen jetzt. Gucken, wie das so findet. Ich habe jetzt auch nicht ganz so heißes Wasser genommen. Normalerweise soll man es andersrum machen, aber wenn man jetzt nicht ganz so heißes Wasser nimmt, kann man es auch so rum machen. Ich finde das immer so total irgendwie verrückt, dass man immer ja, irgendwie eigentlich einen kleinen Behälter für wenig Flüssigkeit nimmt und auf einmal steht da, ja, füllen Sie das eine in den anderen. So, auf jeden Fall wird das jetzt hier eine Erdbeersahnecreme. Die wird auch dann im Kühlschrank richtig dolle fest. Jetzt habe ich hier einmal den Spiegel so ein bisschen in die Mitte einfach verteilt und da kommt jetzt der nächste Boden drauf und dann machen wir das Ganze nochmal. So, jetzt habe ich die hier nochmal geschichtet, habe den Spiegel immer als Herzchen so ein bisschen in die Mitte gemacht, habe den Deckel jetzt doch oben drauf gelegt, weil ich es irgendwie cool finde, wie die Farben aussehen. Und jetzt muss es erstmal in den Kühlschrank für mindestens 2 Stunden und dann gucken wir, was wir damit morgen noch machen, Schönes. Hallo ihr Lieben, so leider konnte ich euch jetzt nicht mehr zeigen, wie ich die Torte dekoriere, weil ich mich ganz doll beeilen musste, aber ich zeige euch jetzt das fertige Ergebnis. Ich habe jetzt einmal hier, Macarons aufgesetzt mit Himbeeren, mit frischen, mit einer Vanilleganache, das sind diese pinken Tupfen und in der Mitte habt ihr ja jetzt Richtung dieses Naked Cake, einmal eine Erdbeerfüllung. Ja, wie gesagt, der Teig ist nicht mehr ganz so rosa, aber die Schokolade ist auf jeden Fall runtergelaufen schön. Und ich finde, sie sieht ganz toll aus und so gehe ich jetzt ganz schnell in die Schule. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gut findet und was nicht.